Dann wird auch so sentimental. Nicht? Nein? Also ich werde doch das Haar sentimental. Weil da muss ich nämlich gleich meinen Freund bringen. Weil ich habe es nämlich auch meinem Freund gewidmet. Also jeden Tag steht der Bläder auf, ist gewidmet mein Freund. Am Obsti. Der hat einen randigen Gesichtsschlag. Muss ich vielleicht kurz, also um den Obsti kurz zu charakterisieren. Da sage ich immer, der Obsti ist so eine Mode, hat auch bloß einen Zipfel, damit er weiß, wo vorne ist. Ja. Also, im Guten sagt nicht, das ist so. Ja, und der Obsti, der hat mir jetzt auch schon wieder heute so eine SMS geschrieben, das macht er immer, der Obsti, wenn ich auf Tour bin, schreibt er mir so SMS, so, warum himmst du? Warum? Weißt du, das sind so SMS, da ist noch nicht einmal ein Smiley dafür erfunden worden. So, warum himmst du? Warum? Ja, Hunger! Wo ich dazu sagen muss, ich habe es eh mit Obsti ausdiskutiert. Ich habe es wie vor jeder Tour mit Obsti ausdiskutiert. Ich habe in der Küche einen Zettel hinterlassen. Da steht drauf, bin weg, komme ich wieder. Wenn du Frühstück ans Bett willst, schlaf neben dem Kühlschrank. Warum himmst du? Ja, Hunger! Also furchtbar. Nee, aber ich kann es ein bisschen verstehen, weil ich denke mir halt so, das ist halt der Sprachduktus, der beim Obsti in der Arbeit herrscht. Weil ich habe jetzt unlängst habe ich erfahren, der Obsti arbeitet bei der CSU. Und das wir als Kabarettisten. Ich habe es am Anfang nicht gewusst. Nein, er hat es mir auch nicht gesagt. Aber das sagst du an niemanden. Am Anfang, wenn du jemanden kennenlernst, sagst du das auch nicht. Wenn du jemanden kennenlernst, sagst du nicht. Ich habe übrigens extreme Platzspreiz und Senkfüße. Das einzig Fleißige an mir sind meine Schweißdrüsen. Und ich arbeite bei der CSU. Das sagt doch niemand. Obwohl, ist aber vielleicht ganz gut. Wurscht. Jedenfalls weiß ich bis heute auch noch gar nicht, was der Obsti so ganz genau macht bei der CSU. Ob er Verwandte besucht oder Maut oder Notwehr. Nein, es ist mir auch, total, es ist mir auch wirklich wurscht, was er da genau macht. Mein Problem ist das mit dem Seehofer-Gerede, ja? Weil dieses Gerede vom Seehofer, das vertrage ich ja schon ganz offiziell nicht. Also der Seehofer, wenn er aus dem Fernseher rausredet, muss ich gehen, weil ich sonst in den Fernseher hineinschieße. Unlängst habe ich mir gedacht, wie der Horst, die würde da in Moskau auch unbedingt mal jetzt, wenn jemand die Grenzen zumacht hat. Ich habe auch keine Zeit gehabt, ich war jetzt auch nicht vorher drüber, jetzt haben wir wieder da. Jedenfalls ist diese Seehoferei, also liebe Männer, diese Seehoferei ist für auch ein echter Lustkiller. Gell? Als ob ich mich nicht eh schon überwinden müsste beim Obsti, rein sexuell. Aber der Obsti, der wenn mich an Seehofert, fällt mir alles zusammen. Das, da geht nichts mehr, nein, gespinst, du bist zu gelegt, nein. Ja, und vor allem halt auch, weil ich meine, es hat ja auch seine Bewandtnis, warum der Obsti Obsti heißt. Also es ist nicht so, dass der Obsti den Alkohol missbraucht. Er sauft. Das, ja, also der Obsti sagt von sich selber, er ist ein Biersommelier. Ich sag dagegen, Späzi, du, wenn du dein Lebtag lang nur noch ein Limo trinkst, hast immer noch ein Radler intus. Und ich hätte es aber wissen sollen, ne? Ich hätte wissen sollen, dass mein Obst hier halt kompliziert wird, weil wir haben uns kennengelernt, die Ausgangslage war ungünstig. Es war in Oberbayern, weil der Obst ist Oberbayern. Und das passt nicht zusammen. Ober- und Niederbayern, das passt nicht zusammen. Schon physiognomisch passt das nicht zusammen. Weil wo der Obsti diesen typischen, eleganten, oberbayerischen Brauereirostkopf hat, ja, habe ich diesen niederbayerischen Krokodilkiefer dazu geeignet, um Kartoffeln, rohe und Walnüsse samt der Schale vom Boden aufzulesen und zu verzehren. Ja, weil wir haben ja nichts, ist ja ganz klar. Und ich meine, wenn der Obsti sagt, Konfitüre, so wie Marmelade. Da kannst du schon mal den Schmusen mitzahlen. Ja, und wenn jetzt aber die berechtigte Frage auftaucht, nee, also die berechtigte Frage, warum ich mit Obst überhaupt zusammen bin, dann sage ich, mei, die Liebe hat viele Gesichter. Eins davon hat heute Obst. Das ist
ganz klar. Aber ein anderes hat er halt nicht bekommen. Und muss man auch mal ein bisschen tolerant sein, oder? Ja, ja. Und außerdem, um ganz ehrlich zu sein, außerdem bin ich halt so total schlecht im Schlussmachen. Ich bin so schlecht im Schlussmachen. Immer wenn ich ein Obsti anschaue und sagen will, Obsti, du greislicher Haumdacher! Also im Guten, ne? Du greislicher Haumdacher, ich sieh's aus, Schwatti, weil du schon wieder auf dem Klo greinst und Gewehr und wobei dann der Obsti immer zu mir sagt, Spatzl, du, wenn du das im Stehen tun könntest, würdest du das auch im Stehen tun. Dann sage ich, freilich, Obsti, würde ich es dann auch im Stehen tun. Obsti, aber ich würde mich ein bisschen bemühen, du Obsti, weil wenn ich nämlich zum Beispiel eine Dampfstrahle in der Hand habe, dann... Na gut, also wenn ich eine Wasserpistole in der Hand habe, dann schaue ich doch auch ein bisschen, wo ich hinziehe, oder? Ja, aber immer wenn ich zum Obsti sage, wenn es so schleicht, die nicht raus ist, dann schaue ich im Obsti sein Gesicht so und denke mir so, nein, aber dann wirst du wieder allein. Dann rede ich so allein. Das habe ich vor dem Obsti schon festgestellt. Wenn du so länger alleine bist, so Single, dann wärst du direkt ein bisschen komisch. Dann wärst du direkt ein bisschen deppert. Gut, mit einem Partner wärst du genauso deppert. Aber du hast wenigstens jemanden, auf dem du Schlitter fischen kannst. Ja, ja. Aber so einen Entschuldigen musst du erst einmal finden. Das ist ja nicht so leicht. Die Damen im Publikum werden mich begreifen. So einen musst du erst einmal finden. Du, der eine frisst keinen Zucker, der andere haben. Und ich meine, wenn man dann schon mal so einen Gehfehler hat, also so einen Macker am Hacken, ne, dann möchte man doch auch einen, der wo die Bedürfnisse anerkennt und erkennt, die wo man so hat, als Frau, aber auch als Mensch. Und so ein Obsti, der erkennt mein Bedürfnis ja erst an, wenn ich angeschossen neben ihm im Auto sitze. Erst dann. Mit so einem Obsti, da wird jeder Pärchen präsent getragen zum Besuch in der Enttäuschungshöhle. Na oft sagen so Singles zu mir am Valentinstag so, oh, jetzt ist Valentinstag und ich bin Single. Hey, mein Obst am Valentinstag, ich werde am liebsten jeden Blumenladen niederbrennen. Da so, Spatzl kriegst du einen Kaktus, der ist genauso pflegeleicht wie du. Obwohl ich dazu sagen muss, ich muss dazu sagen, das erste Geburtstagsgeschenk vom Obsti, das war noch okay. Also das erste Geburtstagsgeschenk vom Obsti, das war Pfefferspray. Nein, da habe ich mir gedacht, das ist cool, weil ich mal was nachwürzen muss. Ein Wurstsalat oder was? Das ist ja. Ja, und außerdem ist ja dieses Pfefferspray, ist ja das oberbayerische Pendant zum niederbayerischen Stecken. Also wo der Niederbayer in einem Anflug von Unmut gerne sagt, ich hau dir den Stecker weg, hat der Oberbayer ein Pfefferspray. Hey, so ein Pfefferspray, das hat eine Reichweite von 3 Metern. Ein 3 Meter Stecker musst du erst einmal mitnehmen. Aber schon im Jahr darauf, der Obsti zieht los, um mir ein Geburtstagsgeschenk zu besorgen, zieht er los mit großen Schritten, weil ja Obsti nicht, aber ohne Plan. Ohne Plan. Und wo landet so ein Typ Mann ohne Plan? Genau. In der Wirtschaft. Genau. Hat er ja noch gesagt, zwecks einer Inspiration. Eine Inspiration. Und dann hat dieser Obsti, zwecks der Inspiration, hat er den Nadelnaz getroffen, also mit vollständigem Namen Ignaz Nadel, und seines Zeichens Inhaber des insolventen Tattoo-Studios Tempel der Schmerzen. Und dann hat sich der Obsti mit diesem Nadelnaz in einer Art und Weise den Docht angezündet, dass beide gemeint haben, sie sind die hellsten Lichter im Lüster. 17 Bier, 5 Weißbier aus Versehen. Jackie Cola und 9 Verdauungsobstler fürs Frühstück am nächsten Tag. Und dann sind beide in den Tempel der Schmerzen gegangen. Und dann ist der Obsti heimgekommen. Mit einer Tätowierung. An der Unterlippe. Innen. Da ist dann gestanden. Schaki. Also stell jetzt, Schaki, ja, hat aber nichts mit Schakiline zu tun, damit kann ich leben. Nein, sie wollten einen Neid tätowieren, Jackie Cola. Haben es aber nicht mehr geschafft, weil beide dabei einen Jackie Cola drum haben. Und dann sagt der Obsti hier noch zu mir so,
Spasel, ich wollte bloß, dass wir dich einen Ederkuss zum Berauschen den erleben. Und dann, dieses Jahr am Valentinstag, der Obst zieht los mit großen Schritten am Valentinstag, aber ohne Plan. Und ich schon so, Obst, ich bleib da, du weißt ja nicht, wie es wieder wird. Aber er unbeirrt, nee, starrt aber. Dann kommt er nach Stunden kommt er wieder in der Gebirgsschützenmontur seines Vaters samt Gebirgsschützengewehr. Und jeder weiß, was das heißt, wenn ein Oberbayer in die Gebirgsschützenmontur daherkommt. Dann möchte er nämlich einen Heiratsantrag machen. Ja, normalerweise geht hinter ihm seine Mama und die hat das Gewehr im Anschlag, aber auf jeden Fall hat es der Obst selbst getragen, gell? Und ich denke mir so, aus ist, um Gottes Willen, jetzt möchte der Depp einen Antrag machen, bloß weil er ihm kein gescheites Geschenk nicht einfällt, um Gottes Willen, gell? Und der Obst kommt her und holt irgendwas Ringähnliches, dass er mir was ausschaut wie so ein Losring für Keimel. Und da fällt mir ein, ich habe ja nur mal Pfefferspray. Und der Feuerzeug. Ja, und der Obst mit seinem Ring schnauft ein und ich mach. Und der Obst schießt. Scheiße. Oh. Und da bin ich dann 10 Minuten später angeschossen. Neben dem Obst im Auto gesessen. Und da hat der Obst dann zum ersten Mal in meinem Leben ein Bedürfnis von mir anerkannt und erkannt. Da hat er dann nämlich gesagt, Spasel, brauchst du dein Ibuprofen? Ja, hast du eins? Nein, du Spasel, dann fahr mal ein bisschen langsamer, und fahr zur Tankstelle hin. Da kannst du nämlich nicht gleich ein Bier mitbringen, zwecks der Brandlöschung. Und du kannst der Snickers oder was wollen wir, Frauen mit einer Blutung brauchen immer eine Schokolade. Ich bin dann geflüchtet. Ich bin dann an dieser Tankstelle geflüchtet, weil ich mir gedacht habe, alles muss ich mir auch nicht gefallen lassen, wenn ich in Lebensgefahr schwebe. Ne? Da hört es irgendwie auf, habe ich nicht, ja? Und da bin ich an dieser Tankstelle wirklich per Anhalter weiterfahren. Habe so meine Daumen in den Wind gehalten. Ne? Und dann halt neben mir halt ein Autostart und ich reiß gleich die Tür auf und sage, Servus, ich bin die liebe Andrea. Und der Fahrer sagt, Servus, ich bin der gröbige Axtmörder. Und ich sage, mal endlich ein normaler Mensch.